Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch fürs Video wäre klasse. Weitere Informationen unterhalb des Videos, wie auch Weiterempfehlungslink, Twitter-Account und natürlich ein paar andere Videos. Kommen wir zum Tagesthema. Heute das Tagesthema ist Cadillac. Cadillac ist natürlich hier in Europa nicht ganz so präsent. Ich glaube, es gibt hier zwar ein paar Cadillacs, aber es ist nicht so der Markt, wo Cadillac anbietet. Allerdings ist Cadillac ja ein hochwertiges amerikanisches Fahrzeug, was in die Klasse von so einem Mercedes oder so etwas reinstößt, wenn man sich das anschaut. Ob die Qualität nun so gut ist wie ein Audi Mercedes, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sind diese Fahrzeuge eben hochwertiger, zumindest im Verkaufspreis. Jetzt hat Cadillac einen elektrischen SUV rausgebracht. Dieser elektrische SUV sieht relativ massig aus, soll 300 Meilen Reichweite haben, was schon aus meiner Sicht schon mal gar nicht so übel ist für so ein Fahrzeug. Gerade für solch großen SUV mit 300 Meilen, da kommt man gute 500 Kilometer weit. Das ist schon mal keine schlechte Ansage. Das Fahrzeug sieht auch durch die großen Räder natürlich ähnlich wie ein Model X relativ präsent auf der Straße. Mit einem großen Display, langen Display ausgestattet, was beeindruckend aussieht, kann mit 19 kW laden am Wechselstrom- oder Drehstromanschluss, hat Allradantrieb und hat Heckradantrieb. Also beide Varianten soll es geben. Der Allrad soll ein klein bisschen weniger Reichweite haben. Nun ist natürlich die Frage, sind 300 Meilen die von dem weiten oder die von dem kürzeren Reichweiten? Muss man sehen, wenn das dann soweit ist. Vorgestellt wurde am 6. August. Unten drin die Links, da könnt ihr auch verschiedene Präsentationen von Cadillac sehen. Der Wagen heißt Lyric, werde ich ganz bestimmt wieder falsch ausgesprochen haben, aber macht nichts. Auf jeden Fall, dieses Fahrzeug kommt 2022 auf den Markt und hat eine Kapazität oder eine Möglichkeit von 150 Kilowatt beim Schnellladen, was auch dazu führt, dass natürlich so ein Fahrzeug relativ zügig hochgeladen ist von 20% auf 80%. Ja, dann ist es so, dass das Fahrzeug vom Preislichen ganz bestimmt irgendwo in der Richtung zwischen Audi e-tron und dem Model X liegen wird. Vielleicht sogar über Model X, musste man mal sehen, wo Cadillac sein Fahrzeug einstuft, weil normalerweise sind eben die Fahrzeuge doch höherpreisig gegenüber den vergleichbaren amerikanischen Fahrzeugen der konventionellen Hersteller. Ja, das Fahrzeug, ob das jetzt wirklich hierher kommt nach Europa, das kann man natürlich schwer sagen. Ich glaube, das wird sich die Firma dann überlegen, wenn die Verkaufszahlen gut sind und sie eine Chance sehen, hier eben einen Markt zu erobern. Allerdings von der Infrastruktur her, von den Werkstätten und sowas, ist es natürlich hier nicht ganz so reichhaltig. Andererseits gibt es wie Becker Automobile in Hamburg auch verschiedene Verkäufer, die so amerikanische Fahrzeuge speziell verkaufen. Ja, das soll es an sich auch schon von dem Cadillac gewesen sein. Natürlich ist es nicht unbedingt genau das, was hier in Europa dann auch auftaucht, höchstwahrscheinlich. Trotzdem glaube ich, ist es eine interessante Entwicklung, auch andere Märkte zu beobachten. Und möglicherweise, wenn das Fahrzeug wirklich großen Anklang findet, dann wird es die Möglichkeit auch hier in Europa geben, so ein Fahrzeug zu kaufen, wenn man das haben möchte. Die
Ich weiß nicht, welche Ladestandard das hat. Es könnte natürlich einen CCS-Ladestandard haben. Dann wäre das auch für Europa ja, ohne Probleme brauchbar, ohne große Umbauten zu machen. Bei den amerikanischen Tesla ist ja das Problem, dass die eine andere Steckverbindung drin haben. Amerikanischen Tesla von die Model X und Model S. Ja, so soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.